Und ich habe das rausgenommen und habe dann gesagt so, Leute, ich kann nicht mehr laufen. Ja, Benztown, ich hol den Daimler Benz. Kurz heißt nicht gleich schlecht. Das wissen wir auch hier bei Dream. Der Track geht nur 1 Minute 56 lang, aber ich bin mir sicher, dass er wieder abgehen wird. Produced by Dream sowieso. Der Track heißt Inspector. Natürlich habe ich da auf die Glocke gedrückt. Bei Dream sowieso bin ich immer dabei. Ich weiß, viele Dream-Supporter da draußen. Lasst ein Like und ein Abo da und einen Kommentar sehr gerne. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit. Viertel nach 10, angenehme Uhrzeit. Wir sind diese Buben mit der Chicken da futzen. Geht zum Weizen oder Harsch, ist das Ohrwaschel offen. Eure Weiber nehmen wir mit und dann wetzen's am Schoß. Okay, ich merke, ich habe schon hier direkt die ersten Sprachbarrieren, die ich als Ausländer in Bayern bemerke. Freund tut man nix, dank dem Rest Alkohol. Wir kommen mal zu sechsten im Dreier-Coupé. Oh. Das heißt, dass sich einer noch im Kofferraum dreht. Sagt den Kopf schnell adje und drückt die 310. Und jetzt haben wir sie im Nacken, fuck, wie konnte das gehen? Das sind danach die Cops. Sie uns auf und wollen direkt einen Alkoholtest. Pass uns mal auf. In Bayern, da waren wahrscheinlich 0,2 Gramm Weed mit dabei. Wir sind alle gegen Drogen. Herr Inspektor, wir haben nie was versucht. Wenn es nicht ungeduldig scheint, mir doch verdammt nochmal zu. Im Inspektor, wir haben kein Hasch. Classic Dream. Und kein Marihuana dabei. Im Inspektor, woher dieser Hass? Sag wie... Du hört ja schon die Claps und gleich geht's so. Aber wir sind ja schon weit. Wir sind schon weit fortgeschritten. Kann man nur so sein. Ich hab's auch gesagt. Schon sie nehmen doch gar kein Weiß. Im Inspektor, wir sind alle ganz blank. Dass sie uns mitnehmen, das muss doch nicht sein. Muss doch nicht sein. Den Lappen hat er zwickt, darum gehen wir zu Fuß. Aber wir hatten noch paar Gramm. Auch ganz lustig, wie sie hier so improvisiert haben, so, ne? Ja, halt einfach so Kameralicht, was man so zum Beleuchten bei einer Szene eben nimmt. So hier wahrscheinlich, ich glaube, gar nicht nur aufs Dach gepackt, sondern womöglich hat das ein Dachfenster und da reingestellt. Nicht schlecht. Fuß, aber sad, wir natürlich. Noch Gramm zwischen Kippen und Snooze, damit immer Richtung Bahnhof wir steigen. Wie er Snooze ausspricht. Zwischen Kippen und Snooze, damit... Snooze! Oh, aber Snooze, Leute, don't do it. Don't do it. Also, ich kam darauf gar nicht klar. Und ich merke, da gibt es wohl so Leute wie mich. Digga, wenn ihr das nicht vertragt, dann ist es ganz schlimm. Also das war letztes Jahr, das waren meine schlimmsten 2 Stunden rein physisch gesehen. Wirklich, mir ging es so schrecklich. Es war schrecklich. So, ich nehme das so, alles gut, ne? So, ich denke so, ah, das brennt so ein bisschen, aber hat der Kollege ja gesagt, ne? Dann, wir steigen in so einen Aufzug. Ich merke so, ich muss mich so anlehnen. So, und dann, wir fahren so runter und wir sind so 2 Stockwerke gefahren. Diese 2 Stockwerke. So, das ging nicht nur da runter, sondern auch mit meinem Kreislauf gleichsam runter. So, und ich war im Keller. So, wir waren unten. Ich bin so aus dem Aufzug rausgelaufen. So, wirklich, bei mir hat das so gekickt. Und ich habe das rausgenommen und habe dann gesagt so, Leute, ich kann nicht mehr laufen. Ich habe mich so einfach auf den Boden draußen gesetzt, schnell so hier Notausgang, also halt jeder ist da rausgegangen, so, ich habe jetzt keinen Alarm ausgelöst, weil ich bin ja verantwortungsbewusst, so geh da so raus, setz mich auf den Boden, spritz mir Wasser, nur Wasser ins Gesicht, so wirklich, ey, es war so schlimm, aber davor auch der Schweiß, ne, ohne das Wasser, wirklich, mir ist es einfach runtergelaufen, von der Nase getropft, Digga. Einfach der Schweiß, so schlimm war das. Heimfahrt, ich musste immer wieder, hier passt es hier, aussteigen und mich auf so eine Bank setzen und legen. So, zwischen Stuttgart und meiner wundervollen Stadt. So, immer wieder lag ich da auf einer Bank. So hat man mich da gesehen. So, ja, ein Snooze-Touri, ja. Mit dem Richtung Bahnhof, wir steigen in den Zug. Wir behalten unsere Fassung, die Diskussion ruft. Und kurz vor dem Ziel denke, das kann jetzt nicht sein. Der Zug erhält und dann steigt die Polizei vorne ein. Wir bleiben ruhig, denn die haben bestimmt was Wichtiges zu tun. Doch dann drehen sie sich um und gehen direkt auf den Zug. Ja, er auch allein der Cop ist und alle anderen dürfen den Spaß hier haben. So, er hätte noch einen Partner haben können hier. Und kein Marihuana dabei. In Inspektor, woher dieser Hass? Sag, wie kann man nur so sein? In Inspektor, was haben sie getan? Das ist einfach Dream. Sie nehmen doch gar kein Weiß. In Inspektor, wir sind alle ganz
Oh, ich find's geil, dass er da nochmal hochgeht. Chillig. Also genau das, was ich von Dream sehr gerne höre. Mir hat super gut gefallen. Like, Abo, Subscribe. Abo, Subscribe ergibt keinen Sinn. Lasst einen Kommentar da. Ich fand's super. Bis zum nächsten Mal. Danke an Dream. Ciao. Meine Zeit ist viel zu worth. Ich hab heute Abend Rendezvous. Denn mein Opfer für den Tag, da sitz ich wieder nach meinem Blut.